Edel, Edler, ProduktveredlerInnen. Kennst du sie? ProduktveredlerInnen Textil beschäftigen sich in ihrer Berufsausbildung mit der Veredelung verschiedener Textilien. Dafür müssen sie sich mit den verschiedenen Veredelungsmitteln auskennen und mit Veredelungsmaschinen umgehen können. In jeder Phase ihres Arbeitsprozesses führen sie Qualitätskontrollen durch und im Abschluss werten sie die Maschinen und Prüfdaten aus. Es gehört auch zu ihrem Aufgabengebiet, die Maschinen, mit denen sie arbeiten, zu warten und in Stand zu halten und ihre Arbeitsabläufe zu überwachen und zu koordinieren. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 850 Euro, im zweiten Jahr 900 Euro und im dritten Jahr 980 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du werktags arbeitest und vor allem in Textilveredelungsbetrieben eingesetzt wirst. Potenzielle Ausstiegsmöglichkeiten für dich wären Meisterin, Technikerin oder auch Fachwirtin. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Diese Ausbildung erfolgt dual. Deshalb verbringst du deine Ausbildungszeit nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Berufsschule. Dort stehen im ersten Jahr Themen wie die Eigenschaften von Naturfasern und ihre Nutzungsmöglichkeiten im Veredelungsprozess und die Wirkung von verschiedenen Chemikalien auf dem Lehrplan. Im zweiten Jahr beschäftigst du dich mit der Instandhaltung von Textilveredelungsmaschinen und Anlagen und du erfährst, wie du Textilien für den Veredelungsprozess vorbereitest. Im letzten Jahr lernst du in der Schule unter anderem Textilien farbmetrisch zu untersuchen, Veredelungseffekte zu überprüfen und spezifische Veredelungsprozesse durchzuführen. Währenddessen bringen dir deine AusbilderInnen im Betrieb alle praktischen Handgriffe bei, die du für die Ausübung deines Berufes drauf haben musst. Dazu gehört der richtige Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen, die richtige Anwendung von technischen Unterlagen und die Anfertigung von Skizzen und Zeichnungen. In der zweiten Hälfte deiner Ausbildung kommen andere Aspekte dazu, etwa die Unterschiede bei den Gebrauchs- und Pflegeanforderungen von Textilien und verschiedene Techniken zur Veränderung von Oberflächenstrukturen. Vor Ende deines zweiten Jahres absolvierst du eine Zwischenprüfung, die aus einer Arbeitsaufgabe und mehreren schriftlichen Aufgaben besteht. So hast du die Möglichkeit, dich auf deine Abschlussprüfung vorzubereiten, die sehr ähnlich aufgebaut ist, aber etwas umfangreicher ist. Darüber hinaus führst du ein Berichtsheft, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen eingesammelt und durchgelesen wird. Hast du deine Abschlussprüfung bestanden, bist du staatlich anerkannter Produktionsveredler oder staatlich anerkannte Produktionsveredlerin Textil. Du interessierst dich für eine Karriere als Produktionsveredlerin? Dann hast du die besten Chancen auf einen Ausbildungsplatz, wenn du die Hauptschule mit guten Noten in Mathe und Chemie abgeschlossen hast bzw. bald abschließen wirst. Neben deinen schulischen Leistungen sind natürlich auch deine persönlichen Fähigkeiten wichtig. Du bist geschickt bei handwerklichen Aufgaben und hast ein ausgeprägtes technisches Interesse? Dann bringst du die perfekte Kombi mit. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.